Mein Name ist Christian Hubert und ich bin freiberuflicher Kulturwissenschaftler und mein Schwerpunkt sind Computerspiele. Ich betreibe Game Studies. Ich setze mich wissenschaftlich, forschend mit Computerspielen auseinander. Also der Tod im Computerspiel ist natürlich nicht zu vergleichen mit quasi einem echten Tod. Spiele leben davon, dass sie unernst sind, dass es nur ein so tun als ob ist und deswegen gehen Spiele, vor allem Computerspiele, auch sehr unterschiedlich dann mit Tod um. Er bedeutet selten das Ende des Spielens, meistens bedeutet es eigentlich nur, dass Zeit verloren geht, dass wir warten müssen und dann irgendwann weitermachen können oder im schlimmsten Fall sowas wie, was man Permadeath nennt, wo man wirklich einfach dann komplett rausgeworfen wird aus dem Spiel, der Spielfortschritt gelöscht wird und man ganz von vorne wieder anfangen muss. Ja, vor allen Dingen verändern sich Computerspiele gerade in der Hinsicht überhaupt, wie sie mit Zeitlichkeit umgehen. Wie gesagt, es waren Spiele lange Zeit ein sehr durchkommerzialisiertes Medium. Das heißt, Zeit, die eigentlich unendlich vorhanden war im Computerspiel, wurde plötzlich beschränkt, wurde eingeschränkt, künstlich. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, plötzlich kann es auch Spiele geben, wo es gar nicht so sehr gibt, Tod als so einen Einschnitt zu erleben, wo wir dann einfach nicht mehr mitspielen dürfen, sondern wo Zeit oder Tod zum Beispiel auch als wirklich auch Zeitraum erlebt werden kann, wo man Menschen begleitet beim Sterben über einen Zeitraum, wo es halt nicht mehr darum geht, einfach uns dazu zu bringen, nochmal Geld einzuwerfen, sondern das Thema Tod auf andere Art und Weise behandelt werden kann.